Hey Leute und willkommen zurück zu Rust. Heute geht es um Funktionspointer und die Leute, die aus, keine Ahnung, Python, C-Sharp oder C oder C++ kommen, die kennen die Dinger wahrscheinlich schon. Und sowas gibt es auch in Rust. Allerdings haben die Dinger hier einen relativ komplizierten Typ und ja, ich möchte euch das heute alles mal näher bringen. Also, wir können Funktionen auch als Variablen benutzen. Das hört sich jetzt erstmal komplett bescheuert an, aber eventuell möchte ich ja später einfach mal in eine Variable, also sich ändernde Funktion, irgendwelche Argumente reinpacken und dann diese Funktion aufrufen. Und da kann ich dann irgendwas reinpacken. Zum Beispiel könnte ich drei Funktionen haben, die alle etwas Ähnliches tun. Zum Beispiel drei unterschiedliche Algorithmen, die alle irgendwas Ähnliches tun. Zum Beispiel irgendwie ein Element in einer Liste finden, möglichst schnell. Und dann kann ich mir je nach Laufzeit, je nachdem, was ich für eine Datenstruktur habe oder sowas, kann ich mir dann einfach den schnellsten Algorithmus daraus aussuchen. Genau. Und dazu brauche ich Funktionspointer oder auch Functionpointer genannt. Okay, was ich jetzt die ganze Zeit schon sagen wollte, ist, wir können diese Funktion daraus als Variable speichern. Und dazu haben wir einfach mal hier diese Funktion gib zurück wiedergenommen. Und schreiben die einfach mal hier oben als x jetzt hin. Achtung, da muss ich den Aufruf hier wegmachen, denn ansonsten habe ich ein Problem. Dafür werde ich jetzt hier einfach mal das x ausgeben und wir werden sehen, dass es wahrscheinlich einen Fehler gibt. Genau, was wir jetzt machen, ist, wir schreiben hier einfach bei der Variable, die wir zuweisen wollen, den Wert von der Fun oder den Namen von der Funktion hin. Einfach gib zurück. Und ja, jetzt können wir ganz easy sagen, okay, also wenn ich das jetzt ausführe, wird ein Error kommen. Weil ich kann eine Funktion nicht in Print benutzen, also ich kann sie nicht ausgeben. Aber was ich machen kann, ist, ich kann einfach sagen, ich nehme mir dieses x, das ist jetzt meine Funktion. Und dann sage ich, ich möchte gerne diese Funktion aufrufen. Und zwar mit 3, 4 und 5. Und ihr wisst, 3 plus 4 plus 5 ist bekanntermaßen 12. Und ja, das bedeutet, wir können jetzt hier diese Funktion, also im Prinzip gib zurück, aufrufen mit drei Zahlen und diese drei Zahlen werden dann addiert und zurückgegeben durch diesen Return-Typ, den wir hier schon drin haben und dann wird eben dieser Typ ausgerechnet. Oder was heißt, der Typ wird ausgerechnet? Der Typ steht fest, aber das Ergebnis wird ausgerechnet. Okay, also bilden wir mal. Y brauchen wir gerade nicht, deswegen wird es hier unterkringelt, aber ist nicht so schlimm. Und wenn ich das jetzt mache, wird 12 ausgegeben. Gut, was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben eine Funktion in einer Variablen gespeichert und dann haben wir diese Funktion aufgerufen, wie wir es immer machen, nämlich indem wir den Namen genommen haben. Also wir haben hier drin in x ja unsere Funktion gespeichert. Also können wir auch diese Funktion aufrufen mit den passenden Parametern, nämlich mit drei Integer-Werten oder i32-Werten, je nachdem, was euch lieber ist. Und da wird dann am Ende ein i32-Wert zurückkommen, nämlich Return a plus b plus c, das liefert uns ja wieder einen Integer-Wert. Und dieser Wert, der wird hierbei zurückkommen und den können wir ausgeben. Das heißt, wir haben uns sozusagen eine Funktion zwischengespeichert. Ich kann jetzt natürlich hier noch eine zweite Funktion machen, die sowas macht und dann zieht die hier zum Beispiel c ab. So, und dann sage ich, okay, falls mein Benutzer irgendwas eingibt, dann schreibe ich mein x um und es wird diese gib zurück 2 Methode aufrufen, wo c abgezogen wird anstatt drauf addiert. Und dann schreibe ich x ist gleich gib zurück 2. Und plötzlich wird meine Funktion, Achtung, jetzt muss hier allerdings ein Mut rein, und plötzlich wird meine Funktion komplett anders ausgeführt. Das heißt, na, was ist da los? Ja gut, also scheinbar stimmt der Typ nicht. Wir wissen aber, dass der Typ stimmt, denn ich habe ihn gerade kopiert. Also lass uns doch einfach mal den Typ tatsächlich angeben. Bei Funktionen kann man den Typ auch angeben. Und zwar sagen wir dazu Doppelpunkt, also wie immer eigentlich den Doppelpunkt, wenn man den Typ angeben möchte. Wir sagen, es ist eine Funktion fn, das ist das hier. Und zwar eine Funktion, die von einem Integerwert abhängt. Also i32 und zwar noch einem i32 und noch einem i32 und sie gibt einen i32 zurück. Diesen Rückgabewert, den dürft ihr nicht vergessen. Im Notfall macht ihr sowas.
Aber immer diesen Rückgabewert angeben, ansonsten kann es passieren, dass es einen Fehler gibt. Gut, und jetzt bauen wir das Ganze nochmal. Und schon sehen wir, es hat eigentlich funktioniert. Das heißt, hier ist irgendwas mit dem Typsystem schiefgelaufen. Wahrscheinlich wird das noch relativ bald gefixt werden. Einfach den Typ angeben und es funktioniert wieder. Okay, das heißt, wir haben uns hier jetzt eine zweite Methode hier zur Hand genommen. Die erste überschrieben, weil wir gerade lustig waren und weil vielleicht irgendeine if zugegriffen hat. Und plötzlich wird unsere 5 davon abgezogen, anstatt drauf addiert. Und statt 12 kommt nur noch 2 raus. Okay. So, und wenn ich das jetzt ausführe, wie gesagt, dann kommt 2 raus statt 12. Aber was wir gemacht haben, wir haben dynamisch die Funktion gewechselt, die aufgerufen wird. Und an unserem restlichen Code hat sich nichts geändert. Ziemlich coole Sache. Und ja, deswegen sind Function Pointer auch extrem nützlich. Vor allem später, wenn ihr dann irgendwelche Sachen benachrichtigen wollt und bei Benachrichtigung wollt ihr irgendwelche Funktionen aufrufen. Aber das kommt alles noch. Macht euch da keinen Stress. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.